Ja, ihr Lieben, vielen Dank fürs Dranbleiben. Wir sind wieder da. Ich nehme mal Nitrat noch mit. Ich hoffe, ich finde mein Moped gleich wieder. Ach ja, Okay, stimmt ja. es ist da. Ja, ich war auf dem Moped. Okay. Gut. Dann fahren wir hier mal ein bisschen lang. Mal gucken, wo er mich zurückgesetzt hat. Ob ich noch unten bin oder ob ich wieder oben bin. So, Markierung nehme ich denn hier mal weg. Das hat sich ja schon erledigt. So, dann wollte ich ja zur nächsten Markierung, damit es ein bisschen weniger wird. Hier ist noch eine. Dann fahren wir da fix rüber. Also für die kurze Strecke habe ich jetzt auch keinen Sprit mitgenommen. Weil ich gedacht habe, das Nee. reicht. Was macht er denn jetzt? Oder hast du nicht immer Notfallreserve im Moped? Nö. Nee, ich pack da mal ein bisschen Mod rein, sicherheitshalber. So, hier haben wir wieder Kohle. Oberflächlich natürlich. So. Dann geht es weiter Richtung Roten Pfeil. Ich habe es mir mal ja markiert. Mal gucken, was da ist. Irgendwo hatte ich eine Stelle gefunden, da waren sogar drei kleine Nitratbubbel. Ganz nah beieinander, ne? Guck an. Naja. Was ist das hier? Das ist bestimmt bloß Stein, wa? Ja, und da ein bisschen Eisen drin. Warum? Na gut. So, hier. Guck mal. Da ist einer. Da ist Nummer zwei. So. Okay, ich war der Meinung, das waren drei Nitrat, aber vielleicht waren es auch plus zwei und ein Kohle. Ich sehe jetzt von hier kein Nitrat weiter. Ist auch manchmal schwer zu sehen, ne? Ja. Vor allen Dingen, wenn es richtig flach eingebettet ist durch das hohe Gras, ist echt schwierig zu sehen. Und ich sehe da hinten wieder so einen Loop Drop. Tatsächlich, da hinten ist ein Loop Drop. Als erstes werde ich mal aus der Karte das dichteste entfernen, dass das weg ist. Und dann werde ich auf jeden Fall nochmal zum Drop fahren. Mal gucken, was da so drin ist. Wenn er mir schon anzeigt, ne, dann können wir das, denke ich, auch machen. Und was ich so unterwegs finde, finde ich, ist ja dann auch okay. Mal, und der raucht jetzt nicht, ne? Also der muss schon ein bisschen länger her sein. Gucken wir mal. Raketenwerferteil, Taschenlampe, Schmerzmittel, die kloppen wir mal gleich weg. Und was zum Lesen. So, dann gucken wir mal. Haben wir noch irgendwo ein X hier? Vielleicht hier hinten in der Ecke? Nö. Also wenn, dann war es, glaube ich, weiter nördlich. Ja, da war was. Da haben wir was. Naja, fahren wir es einfach mal so in Ruhe ab. Erstmal zurück nach Hause. Dann bin ich nämlich schon so ungefähr in der richtigen Richtung. So, hier muss ich mal wieder ein bisschen Erde wegnehmen. Nein, was machst du denn da? Also wirklich. Jetzt fahre ich hier direkt auf eine Höhle zu. Ich habe hier schon irgendwas gesehen. Ja, okay.
Ist hier hinten bestimmt noch was, ja. Habe ich mir gedacht. Noch ein großes Loch. Okay. Da muss ich noch mal bohren. Das geht so nicht. Ja, und du bist schon so weit, dass du zu Hause angekommen bist, ja? Fast, ja. Also, okay. Kannst ja gerne gucken kommen. Komplett ausgeschachtet oder nur unten? Na, der Fußboden ist fertig. Okay. Das ist eine super Sache. Ja, ich bin sowieso in der Nähe. Werde dann wahrscheinlich noch ein bisschen Sprit holen und so, ein bisschen was ablegen. Ja, ich würde dann einfach mal sagen, ich komme mal runter. Mal gucken, wie weit du da schon bist. Bin ich nämlich sehr gespannt drauf. Ich freue mich, wie gesagt, auch super darauf, das auszubauen. Ja, und jetzt ist Alma da. Okay. Hier hinten. Okay. Die kannst du ja gekonnt ignorieren, so wie gestern bei der Verabschiedung. Ja, ja, das war herrlich. Ich fand das gut. Kann ich, ne? Also ich kann Menschen höflich ignorieren. Ja, ja, natürlich. Ob lebendig oder vermindert lebend. Vermindert lebend. Ja, ne? Politisch korrekt wäre es auf jeden Fall, ne? Vermindert Lebende. Ja. Schön. Oh, bis zur Ecke schön ausgeschachtet. Ja, das ist super. Okay, ja. Und das war es, was ich dir gesagt habe, ne? Es kommt auf jeden Fall Bruchsand hier im Schacht. Nee, das ist gerade Erde hier, was ich habe. Oder Erde, okay. Ist aber auch genauso schwierig, ne? Mit Erde. Wenn zu ja, so viel weg ist, kann er genauso runterkrachen. Ja. Ja, aber das ist doch oh, schön. Oh, schöner langer Tunnel. Ich mache mal kurz Licht aus. Ich will mal kurz gucken, wie das so wirkt im Stream. Das ist ja geil. Ist ja geil. Wie in einem dunklen Haus, wenn irgendwo eine Tür ist und da ist Licht im Zimmer, weißt du? Ja, so, das strahlt hier richtig rein. Das ist schön. Schön. Also da werden wir auch noch was Schickes draus machen, auf jeden Fall. Wichtig ist, dass der Boden bis dahin austrocknet, aber ich denke, das geht. Übrigens ist mir aufgefallen, dass das nicht unbedingt zwangsläufig mit der Zeit zu tun hat, das mit dem Austrocknen, sondern teilweise auch, wie oft du weiter andere Sachen aufwertest. Ja, das glaube ich auch. Ja. Hani, du hast hier was aufgewertet auf Stahl, ne? Das brauchst ja. Nicht, das brauchst nicht wegmachen unten. Das ist genau da, so wie ich es haben will. Okay. Genau sowas wollte ich hier nämlich genau in der Mitte auch haben. Also nichts verkehrt gemacht, auch wenn es unbewusst war. Ne, wir hatten uns ja darüber noch gar nicht so genau unterhalten. Aber es ist okay. Das sollte auch später so. Das wird nachher noch schön Effekt geben. Gut, ich fahre mal meiner Markierung weiter hinterher, dass wir hier ein paar X loswerden. Was ich so finde, wie gesagt, nehme ich nebenbei mit. Und ansonsten geht es natürlich ab ins Schneegebiet, vielleicht ein bisschen Straßen abfahren, da Autos looten, zerlegen. Dass wir hoffentlich noch ein paar gute Motoren kriegen, sodass wir dann für unsere Werkzeuge und Fahrzeuge schon 600er Motoren haben. Also da möchte ich schon hin. Weißt du? Ja, ja, ist richtig. Dann haben die mehr Fassungsvermögen, sind ein bisschen leiser und auch ein bisschen schneller. Das ist richtig. Obwohl das schneller merkst du erst, wenn du wirklich extremen Unterschied hast. So, und hier war jetzt ein X. Ach ja, tatsächlich, da ist Nitrat. Einen zweiten Bubble davon sehe ich auch schon.
So, okay, den können wir dann auch wegmachen. Die Markierung kann dann auch weg. So, 3,6 Meter und hier oben einmal auf Entfernen. So, dann gucken wir mal. Hier haben wir ja noch mehr. Ach nee, das waren bloß die Lehmkohlen, die ich mir so markiert habe. Das ist okay. Das lassen wir. Aber hier oben war noch irgendwo Richtung Norden. Ja. Da war einmal was. Da fahren wir noch hin. Da. Naja, Nordosten ist das jetzt. Gucken wir mal kurz ins Auto. Was ist da drin? Ja, bisschen alt, Kunststoff. Toll. Supi. Also wenn man daraus wenigstens Messbecher hätte machen können oder so, weißt du, dann hätte ich es verstanden. Ja, oder irgendwas anderes, aber du kannst ja damit gar nichts machen, oder was? Ja, doch. Ach doch, den Helm, ne? Den Helm, ne, da kannst du ein bisschen was modden. Ich glaube, du kannst den Football-Helm dann zu einem Bergbauhelm machen, ich glaub, oder irgendwie sowas, oder reparieren. Für irgendwas ist das schon noch gut, aber ein bisschen mehr Zweck wäre schon ein bisschen schöner gewesen. Ja. Ne, also nur für ein, zwei Zwecke so ein Zeug, was du quasi überall mal wieder kriegst, wenn du irgendwelche Sachen zerlegst, ist jetzt nicht so prickeln. So, Klebebandwand habe ich jetzt auch wieder gefunden. Okay. Was hier oben? Gerade hoch komme ich doch bestimmt nicht mit dem Moped. Na, schwer ist das jedenfalls, also das wird nicht einfach. Naja, muss ich so ein bisschen schräge, dann geht das schon. Naja, hier wird es ein bisschen flacher, das geht jetzt. Was habe ich denn hier? Stein? Stehen markiert? Nö. Da geht es hier hinten noch weiter. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Okay, na, dann mache ich das mal weg. So, aber ich weiß, hier oben war noch was. Da ist noch eine Stelle, die andere Stelle nehme ich auch noch mit. Und die nächste nehme ich dann bei der nächsten Händlertour mit. So, da muss ich hin. Fahren wir mal hier so ein bisschen lang. Eieiei. Ist doch gerade schön gehüpft. Aber ich bin so seitlich so eine schräge Kante runter, also von daher nicht weiter tragisch. Naja, dann geht's ja. Ist nicht viel passiert. Okay, hier habe ich Kohle. Nochmal Kohle. Nochmal Kohle. Boah, viermal Kohle so dicht beieinander. Was ist los? Weiß das Spiel irgendwas, was ich nicht weiß? Tja, das verrät ihr das aber nicht. Nee, ne? Wäre aber schöner. So, Klausi. Der hat ein bisschen Blei dabei. Was hatte der denn vor?
Nee, der ist auch gestorben an der Bleivergiftung, weißt du? Ach so, ja, na gut. Hat er zu viel dran geleckt, wa? Als erstes sind die ersten Haare ausgefallen. Ja, stimmt, der hat so ein bisschen schütteres Haar. Ja, die Lichtung ist da. Ja, nicht wahr? Also. Darum kämmt er sich die auch immer so komisch zur Seite. Es sieht auch tatsächlich irgendwie so gekämmt aus, ne? Also ja, ja. Find ich so. Ist denn das nächste irgendwo? Bin bestimmt nicht weit weg. So, hier habe ich schon mal Kohle. Ach, Erwin. Such dir deine eigene Kohle. Aber ich glaube, Nitrat war da auch. Ja, genau. Okay. Oh, sogar noch ein zweiter Hügel. Okay. Den nehmen wir dann natürlich auch gleich mit lang. Und ein dritter Nitrathügel. Okay. Deswegen hatte ich das hier markiert. Ja. Nicht wegen der Kohle, sondern wegen dem Nitrat. Ja, aber cool. Dann nehme ich den dichtesten hier mal weg. Ist ja der, nicht wahr? Ja, okay. So, hier hinten den einen nehmen wir noch mit und dann komme ich erstmal zurück. Muss man natürlich Werkzeug holen. Ich habe keine Lust mehr alles mitzunehmen, weil nachher habe ich nicht mehr genug Platz für das Lootzeug, ne? Ja, das kenne ich. Also manchmal überlege ich da echt, was nehme ich mit, was nehme ich mit, nicht mit. Und dann passieren mir so Sachen, dass ich dann zu wenig mit habe von dem, was ich brauche. Dass mir eben Werkzeug fehlt oder was. Ja. Obwohl ich sagen muss, noch mehr Zeugs im Gürtel packen, also den Gürtel noch größer, würde auch keinen Sinn machen. Du bräuchtest einfach zu lange dadurch zu switchen. Ja, das stimmt. Also die Hauptsachen hättest du dann eh vorne, wo du einen Schnellzugriff hast. War das jetzt das schon? Natürlich. Okay. So. Dann haben wir, oder ich zumindest, ein paar Markierungen weniger. Ist okay. Und schon wieder super im Baum geparkt, aber diesmal nicht in eine Abflugstellung. Ne? Oh, schade, das fetzt immer. Also diesmal quasi also parallel zum Boden. Also wenn da eine Wasserwaage wäre, aber ich bin ja irgendwie auf dem Berg, also. Das sieht immer witzig aus, wie das da drin hängt. Ja, vor allen Dingen, wenn es diese Raketenstartposition einnimmt, ne? Hm. So, ist das da hinten das Bettchen? Ich glaube ja, ne? Ja, die Richtung stimmt. Ja, dann komme ich mal nach Hause. Wenn ich unterwegs noch irgendwas finde an Nitrat und Kohle, nehme ich es natürlich direkt mit. Ich brauche hier unten auch nicht mehr lange. Das ist schön. Oh, da ist wieder Stumpfi. Stumpfi, was hast du denn? Ein 587er Jagdmesser. Ja, ich meine, ne, dann braucht man keins herstellen, um das aufzuwerten. Ja, wenn die findest und die sind gut, brauchst du die bloß reparieren, wenn sie kaputt sind und dann mit deinem zusammenkloppen und schon ist deins wieder besser. Ja. Ja. Oder du nutzt das halt und legst das andere weg und reparierst es ins Haus. Ne? Je nachdem. So, das sieht ja schon mal hervorragend aus. Dann reicht das mit der anderen Seite genauso.
So, wenn wir mal gleich gucken, was ich an Kohle mitbringe dann nach Hause. Wird auch eine ganze Menge wieder sein, denke ich. Ey, das sieht aber aus, ne? Da hinten, die Bäume erkennt man nicht so wirklich. Da könnte man fast denken, das ist eine Festung da hinten bei uns in der Siedlung, von der Richtung, wo Ja, ich jetzt manchmal sieht komme. das so aus, ja, mit den Bäumen. Ne? So, hier haben wir gleich wieder ein kleines Zeltlager. Looten wir auch noch mal kurz durch. War ich schon am Rucksack? Ja. Taschenlampe und Schuhe. Bäh. Was war das denn jetzt? Okay. Also die können immer noch mehr ab. Ne? Das merkt man deutlich. Na, Zappel, was hast du? Kopf verloren hat er. Ja, Kopflosigkeit schützt vor Mundgeruch. Nee. Wieso nee? Was? Ohne Mund kein Stinkemund, oder? Ja, nein, das ist ja richtig. Oha. Das bisschen Kohle, was ich jetzt eingesammelt habe, sind schon 1120. Ja, darum. Du kriegst aus diesen Kohlebubbeln mehr raus als aus den Nitratbubbeln. Und ich habe 540 Nitrat jetzt durch kleine Bubbelchen. Moppelt, da. Man sieht es kaum, ne? Alles so hochgewachsen. Kommt ja auch keiner, jedes das Unkraut hier, ne? Oder mäht das oder Nee, so. ich hab dir gesagt, wir brauchen ein Rasenmäher. Mein Benzin ist alle. Na, dann werde ich mal fix nach oben gehen, weil ich brauche sowieso noch die Stahlgerüste. Genau, also in einer Schmiede sind auch welche drin. Ja, ich hole die erstmal aus dem Dings raus, aus dem. Erstmal aus der Kiste, da sind noch 1000 drinne. So. Dann hoffen wir mal, dass das zeitlich alles soweit passt, auch mit den Autos zerlegen. Wäre ja schon schön, ein paar ordentliche Motoren noch zu kriegen, die zusammenzuschrauben. Und ein paar schöne 600er zu haben, ne? Dann geht das ja alles noch ein bisschen besser von der Hand. So, Und looten Eisen habe müssen wir ich. doch in der Siedlung, ne? Das ist, oder mal durchgucken, ob jetzt inzwischen alles gelootet werden kann, weil irgendwie war das noch nicht alles voll wieder da. So ein bisschen Geröll habe ich auch noch. Aber nur ein bisschen. So, das packen wir dann auch noch ein. Und der Hopfen gedeiht, das ist super. So, wo sind sie denn? Da sind sie. So, dann packen wir Nitrat mal noch rein. Huch, habe ich die Kohle falsch gepackt? Wo ist gut? Das passiert im Eifer des Gefechts. Ja, manchmal, ne? So, Messing haben wir auch wieder. Roheisen ein bisschen. Ja, das geht. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich war mit meinem Erdbohrer. So. Dann Klebeband da rein. Da haben wir noch Plastizeug noch. So, den Rest packe ich erstmal in eine Lootkiste. Ich habe ja noch ein bisschen was vor. Wie gesagt, im Schneegebiet, da will ich hinfahren über die Straße und gucken, wegen Autos zerlegen.
So, Waffenteile wie immer hier in die Kiste. Da kann ich bald auch wieder durchsortieren. Jo, ein paar 600er Taschenlampen haben wir wieder. Na, hervorragend. Das ist auch gut. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Jetzt ist die Frage, hab ich noch einen guten Schraubenschlüssel? Und vor allen Dingen, wo ist mein Mantel geblieben? Ja, wenn du das nicht weißt, Marcel, also ganz ehrlich, ich weiß, wo du das schnell hingeschmissen hast. Das ist wie zu Hause mit dem Schlüssel. Weißt du, wo ist denn der Schlüssel jetzt? So, hier habe ich einen 600er Schraubenschlüssel. Ich habe das offen mit meiner Brille. Den müsste ich reparieren. Machen wir mal so rum. Packen wir den Schraubenschlüssel hier unten noch hin. So, geschmiedet Eisen, geschmiedet Stahl. Ja, das sieht alles gut aus. Ich weiß echt nicht, wo ich es hingelegt habe. Also in meine Kiste ist es nicht. Ich kann ja mal ins Moped gucken. Da habe ich nämlich ein paar Klamotten abgelegt, weil das letzte Mal geschwitzt hat. Da ist aber kein Mantel drin. Ich habe, also den weiß ich das nicht. So. Okay, Sprit habe ich, Reparaturzeug habe ich. Ja, ich habe alles, was ich brauche. So, muss ich mal gucken, wo geht's lang ins Schneegebiet? Fahren wir hier oben lang? Erste Abzweigung links, nächste rechts und dann komme ich auch schon ins Schneegebiet. Okay. Machen wir mal wieder ein bisschen lostouren hier. Das ist doch hervorragend. Muss ich mal ganz kurz gucken. Ja, das kommt hin. Dann muss ich hier noch mal ganz kurz ein kleines Löchli machen. Ja, so ist gut. Das ist ja hervorzuckend. Oh, hier muss ich ja nachher wieder aufpassen, wenn ich zurückfahre. Einmal ist da. Ich bin schon längst wieder weg, Hani. Ich bin. Ja, ich ignoriere die jetzt auch. Ja. Ich will das nicht. Ich bin hier beschäftigt. Bin hier nämlich fast. Ich brauche hier nämlich nicht mehr viel. Also für mich ist das völlig in Ordnung. Ach, die verendet doch sowieso da auf die Dinger, weißt du? Ja, die. Die krault da ein bisschen auf den Stacheln rum und dann war es das. Und sehen tut sie mich nicht, dass sie schreien könnte. Es sei denn, die hat einen Wallhack. Oder Voice Crack. Ja, irgendwie sowas. So. Ach Mensch.